Schmerz, Trauer, Leid, Angst. All diese Empfindungen sind in den Bildern der neuen Ausstellung Die Welt im Bennohaus zu finden. Die iranische Künstlerin Roja Abdollahzadeh aus Tebriz möchte mit ihren Werken auf die zerstörerische Gesellschaft in unterschiedlichen Kulturen hinweisen. Über die Schwarz-Weiß-Bilder, die sind nicht nur meine Schmerzen oder meine schwierige Situation in Deutschland. Auch meine Vergangenheit und die Leben von allen anderen Frauen, zum Beispiel in islamischen Ländern oder ganzer Welt. Manche Schmerzen, die gehen nicht einfach weg, die bleiben bis Ende Leben. Hart einfach. Ja, die sind nicht schöne Bilder. Schwarz, weiß und dunkel und ganz hässlich und traurig. Aber vielleicht ist einfach Leben ist so, Welt ist so. Auch der Künstler Kurt Kagel, ein Freund von Roja, ist von ihren Kohlezeichnungen beeindruckt. So schlimm habe ich mir das nicht vorgestellt als Flüchtling. Das hat mir, ja, ich weiß nicht, als ich die gesehen habe, dachte ich, meine Güte, das ist schlimm. Ne? Das tat mir in der Seele weh. Also jeder kennt von Edvard Munch der Schrei, dieses Bild. Aber ich finde den Schrei auf Rojas Bildern, den finde ich lauter. Im Rahmen des Projekts Munted, ich will ihren Kopf, sucht Kurt seit einigen Jahren nach Menschen, die sich porträtieren lassen. Auch Roja ließ ein Porträt von sich anfertigen. Diese Bilder, die sind schon hart. Aber mit Roja daneben sind die noch viel härter. Und sie ist ja nur heute hier. Insofern hängt dieses Bild von mir da hinten für die folgenden Tage und Wochen quasi als Stellvertretung für die Künstlerin. Bei der Vernissage am 16. November 2018 teilte die Künstlerin nicht nur ihre Bilder, sondern auch die Gedanken und Erfahrungen hinter den Kunstwerken mit den Besuchern. Laut Kurt Kagel ist ein solches Zusammenkommen im Namen der Kunst besonders bedeutsam. Durch diese Bilder haben wir einen Teil dieser Erfahrung, natürlich nur so aus Nacherzählung und so. Das selbst zu erleben ist ja viel schlimmer. Aber wir können teilhaben an diesem Leid, an dieser Verzweiflung, an dieser Unsicherheit, diese Bedrohung, die ständig über einem hängt. Ja, und das finde ich gut. Du teilst das mit uns und wir gewinnen dadurch eine Erfahrung.